Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie auch unter Windows 8 wieder DVDs schauen können. Denn Microsoft hat mit Windows 8 den DVD-Standard fallen gelassen, hat sich also die entsprechenden Lizenzen nicht besorgt und insoweit kann Windows das nicht mehr. Können wir auch ganz einfach sehen. Ich habe mir jetzt hier mal eine DVD eingelegt ins Laufwerk D. Dann bekommen wir direkt die DVD-Struktur angezeigt, hier die entsprechenden Dateien. Und wir sehen anhand des fehlenden Icons hier vorne, eine Dateizuordnung findet nicht statt. Und wenn ich sage, öffnen mit, dann wird dann gefragt, ja, okay, aber wie? Und ich kriege allenfalls die Option, im App Store danach zu suchen. Also derzeit noch nicht. Ist allerdings nicht ganz so aufwendig. Wir brauchen nur irgendeine Anwendung zu installieren, die das Ganze kann. Unsere Empfehlung hier jetzt einfach mal VLC, der Media Player. Link in der Beschreibung. Werde ich hier jetzt mal ganz kurz installieren. Das geht ganz fix. So, ist das abgeschlossen. Können wir das fertigstellen. Im ersten Start können wir das hier bestätigen. So, und jetzt sollte das Ganze schon laufen. Medium öffnen. Laufwerk D angewählt. Dauert einen Moment. Aber dann kommt es. Drücken wir also mal auf Play. Ja, funktioniert ganz wunderbar. Ich höre hier auch noch den Ton. Und sehe aber nur das Bild. Geht also ganz einfach. Okay.